Servus Leute, und dieses Mal gibt es ein etwas anderes Video. Es geht mir diesmal nicht um Autos oder Motoren oder Leistung, nein, es geht diesmal um Urlaub und Landschaft und Ruhe. Angesichts dessen, dass ich sehr viel Auto auf diesem Channel mache, dachte ich mir, ich wollte euch einfach mitnehmen in die Berge und euch mal ein paar schöne Orte zeigen, wo es während Corona einfach sehr entspannt ist, wo die Richtlinien nicht so wichtig sind, weil man einfach allein in den Bergen ist. Und zum Beispiel, nur rein mal so, wo ich hier bin. Ich bin am Hasliberg Hofloh. Ich habe hier sehr viele Jahre schon verbracht und dachte mal, ich zeige euch das. So, also. Und davon gibt es hier eben ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt hier von der grünen Wiese bis zu tiefblauen, türkisen Seen und schneebedeckten Bergen gibt es hier alles um die Jahreszeit. Und ich meine, es ist mitten im Sommer. Wir haben hier aktuell 32 Grad, ja. Und morgen ist hier der 1. August. Das heißt, hier ist Nationalfeiertag morgen. Feuerwerk, großes Essen und nein, nicht so Party, wie die meisten Leute jetzt denken. Es ist wirklich traditionell und das gefällt mir hier. Hier ist noch alles beim Alten. So. Da nehme ich euch einfach mal in den nächsten Stunden, Spaß, in den nächsten Minuten einfach mehr mit hin, wo ich hinwandern will. Da Hängeseilbrücken, schöne Seen, Berge, einfach ruhige Flecken. Weiter geht's. So, schönen guten Morgen am 1. August. Heute habe ich mir mal spontan was überlegt und zwar, ich fahre auf die Planplatten hoch. Die Planplatten nennen sich auch eigentlich Alpentower und sind hier, soweit ich weiß, der fast höchste Punkt in der Gegend. Und da fahren wir hoch mit dem Schweizer Beförderungsmittel Nummer 1, den Gondeln. Die zeige ich euch gleich. In der Gondel drin und tatsächlich bin ich allein. Wegen Corona dürfen Familien zusammen und naja, ich habe niemanden mitgenommen, also bin ich allein. So, wie man jetzt sehen kann, verlassen wir jetzt gerade die Station in Reutti und ja, das erste, was man sieht, ist erstmal Berge. Ja, ist eigentlich schon ziemlich geil, wenn man hier hochfährt, ja. Aber ja, da hinten kommen schon Wolken, das heißt, der Tag wird schon mal nicht so heiß wie gestern, es ist angenehm zum Wandern. Ich habe zumindest jetzt mal vor, eine kleine Wandertour zu machen, weil da oben gibt es Adler, da oben gibt es Murmeltiere und ja, mal schauen, ob ich irgendwas von den beiden entdecke. Beides ist doch echt scheu, aber ich würde sagen, jetzt erstmal eine Viertelstunde warten, bis wir oben auf dem Berg sind und dann schauen wir uns die Aussicht an. Also es gibt nun wirklich wenige Sachen, die ich in der Schweiz nicht mag. Und das eine, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn die Gondeln stehen bleiben. Gut, jetzt geht's schon wieder weiter. Aber vor ein paar Jahren sind wir hier in einem Orkan stecken geblieben in so einem Ding. Das ist dann nicht lustig. Wir sind jetzt gleich oben und dann schauen wir uns mal auf 2225 Meter. Raus aus der Gondel, rauf auf den Wanderweg, aber nicht den ins Tal, nein. Ins Tal geht's ganz da hinten. Ich habe was anderes im Kopf. Aber wie man sieht, ist das schon mal eine gleich ganz andere Aussicht hier oben. Auch wenn es etwas diesig ist. Und genau nach da hinten will ich.
glaube, die Murmeltiere sind schockiert davon, dass hier schon wieder Leute rumlaufen. Oder? So. Jetzt sind wir am höchsten Punkt hier, wo man einfach mal hinlaufen kann. Ist das nicht wunderschön hier? So, ihr könnt damit anfangen zu zählen, wie oft ich so also in diesem Video sage, so wie ihr es ja schon oft tut. Ja, wir haben jetzt gut gegessen, war echt lustig. Ja, da haben wir ein paar Witze über das Geheimnis der Schweiz gerissen, hat einen Käse gezeigt, hat die Schoki gezeigt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das Geheimnis der Schweiz ist. Ja, heute gibt es keine große Feier, wie ich mitbekommen habe, bei Corona. Aber es wird Feuerwerk geben und nein, nicht sonderlich viel hier. Es wird viel in den Städten unten geben, aber hier bei uns in den Bergen eher weniger. Ja, würde ich sagen, beende ich mal einfach den Tag für heute und dann schauen wir mal, was gegen später noch läuft. Es gibt hier noch einen Stationslauf, Fragen zur Schweiz beantworten, wird cool. Nachher noch das Feuer und dann ist der Tag auch fertig. Also verabschiede ich mich für heute schon mal und dann bis bald. So, es ist jetzt 3 Tage später als erwartet, weil die letzten Tage echt schlechtes Wetter waren. Aber heute geht es dann doch noch auf die Triftwanderung und zwar da hinten hoch. Das zeige ich euch aber nachher noch, wenn wir da oben sind, weil jetzt sieht man nur die Seilbahn, die im Wald verschwindet. Ich bin jetzt hier im Gammertal und es geht auf den Triftgletscher hoch. Zumindest bis zur Triftbrücke, weil ja, meine Ausrüstung lässt es nicht zu, dass ich weiter hochsteige. Aber die Brücke ist eine Hängeseilbrücke, 170 Meter lang, 100 Meter hoch. Das wollte ich schon lange sehen und jetzt wandere ich da hoch und ich nehme euch mit. Also los geht's. So, nachdem ich jetzt 1,5 Stunden gewandert bin und die Strecke ist echt verdammt steil kurzzeitig, aber doch gut abwechslungsreich, also selbst für ungeübte Wanderer wie mich ist das mit guter Ausrüstung kein Problem. So, und wie ihr schon im Hintergrund seht, hier oben liegt einfach echt noch Schnee, also naja, okay, bis auf 1800 Meter runter. Ich bin jetzt auf 1700 circa, ja, und da drüben, da ist der Gletscher. Traurigerweise ist da nicht mehr viel von über. Allerdings, ich musste das Video jetzt fertig machen, weil Robert hat mir gerade per WhatsApp geschrieben, also Robert, der mit dem ich sonst immer unterwegs bin in der Schweiz oder auch auf den Touren, er hat gesagt, er tritt mir in den Arsch, wenn ich den Vlog nicht fertig mache. Also egal wie das Video wird, ich muss es hochladen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran, was ich hier so treibe, in den Bergen mal komplett ohne Autos. Oh ja, und heute passt das Wetter auch. Jetzt würde ich sagen, ich steige noch ein bisschen höher. Gucken, ob ich da oben noch schöne Landschaftsbilder einfangen kann. Dann gibt's Mittagessen und dann laufe ich auch schon wieder runter. Ach ja, als kleine Info, da hinten oben, also ganz da hinten, dort oben waren wir am Samstag und ich habe mich mal gefragt, welcher Gletscher das ist, den man von den Planplatten aussieht. Es ist der da. Also, das heißt, ich könnte jetzt eigentlich mir selber zuwinken, aber tue ich nicht. Da drüben ist noch die Brücke und die schauen wir uns jetzt mal an. So, ich habe gerade schon ein bisschen Feeling gehabt, diese Brücke wackelt doch ziemlich arg, aber ich kann es mir nicht nehmen lassen, ich muss hier laufen. Es wackelt aber schon ziemlich arg und es ist einfach 170 Meter. Aber für diesen Blick, Hammer. Wunderschön. Nachdem ich jetzt über die Brücke rüber und wieder zurück hierher bin, weil ich ja wieder ins Tal will, muss ich sagen, das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man läuft und der Boden schwingt. Und zwar nicht nur so ein bisschen. Egal, ich bin jetzt wieder zurück. Ich tue jetzt Mittagessen, genieße noch ein bisschen das, dass es Schnee und grüne Wiesen zugleich gibt und dann ja, beende ich das Video hiermit. Das ist ein langes Video, könnt ihr mal drunter schreiben, ob euch das überhaupt interessiert. Traveling und Vlogs.
Vermutlich gibt es auch, wenn ich sehr viel Traveling mache, vermutlich keine Vlogs in dem Sinne wie jetzt, sondern ich habe ja meistens jemanden dabei, der kann mir dann helfen zum Filmen. Aber jetzt mache ich hier jetzt mal Schluss. Also danke für die, die angeschaut haben, und für die anderen, ja, schaut euch das Video einfach an und gebt danach eure Meinung ab. Dankeschön, und ich wünsche euch einen schönen sommigen Urlaub. Thank you.